unser Nationalcoach, der Marcel Koller, hat er das Vertrauen weiterbekommen vom Verband, was sehr wichtig war. Und er gibt auch das Vertrauen dann weiter an die Spieler. Und wir haben gewusst vor 3-4 Jahren, dass das eine gute Mannschaft werden könnte. Es spielen ja sehr viele in internationalen Ligen, der Großteil natürlich auch in der deutschen Bundesliga. Und wenn wir jetzt über Namen reden wie Alaba oder Baumgartlinger oder auch Fuchs, der schon ein bisschen älter ist, aber trotzdem ein wichtiger Spieler ist für uns, dann haben wir es nicht, dass wir es erwartet haben, aber wir haben uns schon erhofft, dass die Jungs, wenn sie in das ganz gute Alter der Fußballer, also so Mitte 20 reinkommen und auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, international und auch national in guten Ligen, dass wir da eine Möglichkeit haben. Und im Moment schaut es gut aus. Wir wollen aber den Ball flach halten, wie man so schön sagt. Und jetzt warten wir mal ab. Das Spiel Ball am Fuß, also das Fußballspielen für den Torhüter, hat sich extrem entwickelt. Das heißt, die prozentuelle Anzahl, was unseren Job betrifft, hat sich natürlich komplett verdreht. Also wir sind jetzt bei 75-80% im Spiel, wird mit den Füßen gemacht und der Rest Hand. Das heißt, wir haben uns natürlich da auch im Training und in der Ausbildung der Tormann-Trainer verändert. Ich glaube, dass es Ronaldo ist. Ja? Weil ich bewundere den Burschen. Schon allein, wenn er Tor schießt, der schießt so viele Tore. Und wenn er Tor schießt, freut er sich darüber, wie für uns das Erste ist. Er hat natürlich auch seine Gegner, denke ich mal so. Ja? Kommt nicht immer so sympathisch rüber. Aber er ist ein kompletter Spieler, begnadet. Also unglaublich. Und hat, glaube ich, auch eine Riesenfreude beim Fußballspielen. Und das macht es halt nämlich auch aus.